Hallo und herzlich willkommen in der Kreativ-Bastelstube. Heute habe ich ein ganz besonderes Video für euch, denn wir verschicken hier zum ersten Mal ein Musterexemplar unserer Bastelidee Teelichtofen an einen Zuschauer. Ich habe letzte Mal schon gezeigt in den anderen Videos, wie wir hier unseren Teelichtofen herstellen. In der Bastelstube, der wirklich super funktioniert. Wir haben Temperaturen mit dem Infrarotthermometer über 50 Grad gemessen und konnten uns hier schön aufwärmen, wenn der Ofen in Betrieb ist. Er wird nur mit Teelichtern betrieben und wir haben alle Informationen bereitgestellt, wie man sich zu Hause so einen Ofen nachbauen kann. Wir haben gezeigt, wie der Teller gebohrt wird. Wir haben gezeigt, wie die Gewindestange hier zugesägt wird und wie die einzelnen Töpfe zusammengesetzt werden. Wir haben gezeigt, wie man im Baumarkt ein paar Tipps, um sich die Materialien zu besorgen. Und trotzdem kamen immer wieder E-Mails rein, wo die Zuschauer geschrieben haben, wir haben es versucht nachzubauen. Bei uns hat es nicht so richtig funktioniert, der Topf wurde nicht warm, die Kerzen haben gerußt oder es hat sogar angefangen zu qualmen. Und das liegt daran, dass da Fehler gemacht wurden bei der Konstruktion, beim Bauen, dass die Abstände nicht richtig eingehalten wurden, die Kerzen nicht genug Luft bekommen haben, dass die Abstände hier zwischen den Töpfen nicht eingehalten wurden und die Wärmespeicherung nicht stattfinden konnte. Da wurden mehrere Fehler manchmal gleichzeitig gemacht. Manche haben die Gewindestange zu dünn ausgewählt, dann wurde es unstabil, nachdem die Stange heiß geworden ist. Und so wurden viele Fehler gemacht, trotz der Bauanleitung. Und wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, bei jedem Einzelnen jetzt diesen Fehler zu analysieren und zu sagen, was man besser machen kann. Und deswegen haben wir uns hier für die Variante entschieden, so einen Teelichtofen rauszusenden, wo sich jetzt jeder hier mit dem Zollstock alles nachmessen kann und auseinanderbauen kann und kann sich dann selber auf diese Weise ganz einfach und sicher viele Teelichtöfen zu Hause nachbauen, die dann genauso gut funktionieren wie bei uns hier. Und wir freuen uns, wenn ihr diese Möglichkeit nutzt. Schreibt uns einfach einmal an auf unserer Internetseite Kreativbastelstube. Findet ihr die E-Mail-Adresse und dann senden wir euch auch so ein Musterexemplar raus, wo ihr dann ganz einfach euch so einen gut funktionierenden Teelichtofen abbauen könnt, nachbauen könnt und auch Freude daran haben könnt. Ich danke fürs Zuschauen und freue mich auf eure E-Mails und wünsche natürlich viel Spaß beim Nachbauen des Teelichtofens. Tschüss!